Der Landkreis Zwickau konnte Mitte Mai diesen Jahres ein Bundeskatastrophenschutzfahrzeug des Typs Löschgruppenfahrzeug 20 vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn in Empfang nehmen. Nach erfolgreicher Einweisung und Überführung übergab Landrat Carsten Michaelis am vergangenen Freitag das Fahrzeug zur Nutzung an die Gemeinde Neukirchen und den ersten Katastrophenschutz-Löschzug Wasserversorgung Zwickau. Ich freue mich, dass ich ganz sehr, dass ich erstmal liebe Kameraden, liebe Ines Liebheit und liebe Anwesende, lieber Mario, Herr Kreisbrandmeister, wieder hier vor Ort sein kann in Neukirchen. Ich kann mich noch gut erinnern, so circa vor 2 Jahren, das ist noch nicht ganz 2 Jahre her, haben wir nämlich von hier aus den letzten Katastrophenschutzzug in die Sächsische Schweiz verabschiedet. Ja, wir waren ja immer für eine Woche dort. Und jetzt kommt er wieder vom Einsatz. Also was will man als Kulisse, als Rahmenprogramm und auch als Würdigung hier mehr? Wir haben ja hier wirklich eine sehr, sehr gut ausgestattete und vor allen Dingen auch in mannstarke Katastrophenschutzeinheit hier in Neukirchen. Und leider hat uns der Bund ja vor über 3 Jahren schon das Vorgängerfahrzeug abgezogen. Also sogenannte Fehlstellung ist eingetreten und es hat also 3 Jahre jetzt gedauert, bis dieses wunderbare Fahrzeug mit einem 1000-Liter-Tank, ich sage nachher nochmal was zur technischen Ausstattung, hier abgeholt werden konnte. Es fehlt ja eigentlich noch ein zweites Fahrzeug, aber da wollen wir mal hoffen, dass dann auch entsprechend das überführt und in Empfang genommen wird. Es handelt sich um ein Löschgruppenfahrzeug des Katastrophenschutz LFK-Schutz. Fahrzeughersteller ist die Rosenbauer Deutschland GmbH. Das Fahrgestell ist von Mercedes-Benz Ateco 1327 Allrad AF. Der Aufbau ist ein Mannschaftsraummodul, das sieht man ja hier, die Mannschaftskabine, und ein Gerätekofferaufbau mit einem 1000 Liter Löschwasserbehälter mit eingebauter Pumpe. Motorisierung, automatisches Sechsganggetriebe, 6 Zylinder mit 272 PS und von der Länge her 7,33 Meter, Breite 2,50 Meter. 14.000 Kilogramm, also 14 Tonnen wiegt das, wenn man es auf die Waage stellen würde. Ich freue mich wirklich sehr und wünsche euch mit dem Fahrzeug, was ja auch für den Brandschutz für die Gemeinde einsatzbereit ist und auch eingesetzt werden kann, dass ihr von all den Übungen immer gesund zurückkommt und vor allen Dingen so wenig Einsätze wie möglich, aber natürlich auch wie nötig, und dann ebenfalls unfallfrei und unverletzt zurückkommt. Damit die Bürgermeisterin nicht ganz leer ausgeht, weil wir Amtsträger haben ja dann meistens immer nicht so viel von der Technik, ne? Eine kleine symbolische Dankeschön. Übergabe. Ihr bekommt natürlich das richtige Fahrzeug. Allzeit gute Fahrt und alles Gute. Dankeschön. Kann ich in mein Büro stellen. Lieber Landrat, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Kreisbrandmeister, Herr Löschel, liebe Kameraden. Es ist natürlich für uns eine große Ehre, heute hier dieses Fahrzeug entgegennehmen zu können. 3 Jahre hat es gedauert, wir haben es eben gehört, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr dankbar, dieses Fahrzeug heute hier in unseren Räumen übernehmen zu dürfen. Und ich sag mal, die Technik ist hochmodern, aber die Technik nur da zu stehen haben, ist das eine. Aber dann das Bedienen der Technik ist das natürlich nochmal eine große Aufgabe und Herausforderung für die Kameradinnen und Kameraden, die im Katastrophenschutz tätig sind, aber auch in unserer Feuerwehr agieren und das ganz im Ehrenamt tun. Und da muss ich wirklich sagen, herzliches Dankeschön und ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Vielen lieben Dank.